Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team. Und wir können direkt mal hier gucken in unseren Mannschaften und wechseln mal zu unserer Bundesliga-Mannschaft. So. Genau. Und dann sehe ich hier, können wir erstmal ein paar Spiele austauschen. Und zwar muss ich hier nämlich Verträge erneuern, weil die alle abgelaufen sind, als ich mal so gespielt habe. Ach so, genau. Es hat sich ja viel getan in meiner Mannschaft. Hier, ne, den kann ich drin lassen. Hier, ne, den kann ich auch drin lassen. Wartet, ich komme sofort dazu. So, Basagli hier noch reintun. Dann noch Montolivio. Und natürlich De Rossi. So, dann gehen wir erstmal. Gomez hier wieder im Vertrag. Ja, das war falsch. So. So, Gomez hier kriegt natürlich den seltenen. So, Higuain. Ja. Nein, ich. So, ach so, was ich noch informieren wollte. Also, FIFA Ultimate Team kommt ja jetzt nur noch am Wochenende. Sonst kommt ja immer jetzt FIFA Koop-Saison, wo ihr mir natürlich auch gerne, könnt ihr auch in diese Kommentare schreiben. Welchen Verein wir denn nächste Mal nehmen sollen. Das finden wir ganz cool, wenn ihr uns das mal wieder so in die Kommentare schreibt, damit wir Bescheid wissen. So. Und du kassierst ja noch einen Bronzevertrag. Gut. Ja, also Bundesliga-Team. Oh, das schmelzt aber auch noch ein. Ja, dann kann ich dir gerade auch noch einen Bronzevertrag anbieten, den muss ich dann, kaufe ich gleich einen neuen. So, aber erstmal spielen wir jetzt ein Spielchen online. Achso, eben einmal zeigen, es hat sich ja viel getan hier. Hier haben wir Martinez, Boateng, Mandzukic, Hüntala, Elia, Fafana, Rafinha, Höwedes, Subotic, Schmelzer und Arda. Martinez und Elia, das ist das erste Spiel von denen jetzt gerade. Und ja. Und Subotic. Genau. Achso, was ich vorher einmal nachgucken wollte, was mich mal so interessiert, weil ich wäre einmal nach dem. Da wollte ich einmal nach dem schnellsten Spieler von FIFA gucken. Oh. Matis Boli. Boli, Boli, Boli. Jo, er ist teuer. 97 Tempo hat er nämlich. Also der geht gut ab. Kann man wohl sagen. So. Aber sonst ist es halt eine Graupe. Aber jetzt spielen wir erstmal. Die spielen. Oh, ich bin mal gespannt. Also, ich fand die in letzter Zeit ziemlich cool. So mit Verfun, dass wir da die Flanke reinbringen. Oder steht da Mandzukic oder ein Hüntler. Und der macht ihn dann einfach mal rein. Aber wir warten mal ab, was die uns denn in dem Spiel zeigt. So, immer her damit. Gut, hier. Ja, was los? Gut, dann was hat der denn? Oh, der hat eine Premier League und eine ziemlich gute mit Rooney und Eto'o. Oha, das wird schwer. Und in der Abwehr Vertonghen und Kompany und dem Tolori. Also da kommt meine Bundesliga-Mannschaft direkt vor eine harte Probe. Es geht los bei Null. Unser Schiedsrichter in der heutigen Partie Ja, hinter das war heißt schon mal da, so war schon mal scheiße. So, Boateng, jetzt mal hier schnelles Umschaltspiel. Ja. Oh. Ja, so was nützt Mandzukic doch gerne aus. Wenn man mir den schon so vorlegt, dann wieso auch nicht? Das kann man wohl sagen. Schön aus der Drehung. Zwar kein schönes Tor, aber wieso denn auch nicht? Kann man ja mal machen. Alter, verfahren, geh mal wieder auf deine Seite da. Ah ne, ich hab da ja jetzt auch den Elia. Boah, Junge, der geht ab. Oho! Oho!
Oh, Junge, der gefällt mir richtig gut. Ja, komm. Und jetzt die Flanke. Und dann das. Oh. Boah, der Elia, der geht gut ab. Das finde ich cool. Oh, der Walker, der geht auch gut ab. Ein 86er Tempo, aber. Ein 96er. Oh, Hünteler. Leg ihn dir doch zur Seite. Komm, da muss einer mitkommen. Verfahren hier. Okay, jetzt deine Aktion. Renn. Sehr gut. Super vorgelegt. So muss das. Und jetzt die Flanke. Und dann. Mandzukic konnte sich diesmal nicht durchsetzen. Oh. Oh, Mann. Ich nutze aber viele meiner Chancen einfach nicht aus. Das ist aber immer so. 96er Tempo. Aber mein Schmelzer hält mit. Und erobert sich auch noch den Ball. Und jetzt weg da. Oh. Das war scheiße. Schön gemacht. Und Javi Martinez holt ihn sich immerhin wieder zurück. Spielt dann einen guten Pass auf Hünteler. Aber der spielt lieber weiter auf Verfan. Aber Verfan kommt da trotzdem noch durch und springt wunderbar da drüber. Ah. Hinterherren. Bald werde ich auch erstmal Chemiestile jetzt noch für meine neuen holen. Sehr schön, Subotic, wunderbar durchgesetzt. Leider der Pass war nicht so Premium, aber Martinez habe ich da ja. Oh. Ne, das war gar nichts. Da kannst du mir nicht erzählen. Da war aber Freistoß, ne? Freistoß? Ach so, okay. Stürmerfoul. Oder so. Da verliert man so Gitschers Kopfballduell. Auch gar. Okay, kein Ding für meinen Adler. Das Einzige, wo der Adler nicht so gut drin ist, ist Abstoß. Boah, Martinez, gut durchgesetzt. Auf den Elia, der ist mega schnell. Der kommt an so einen Ball einfach dran. Oh Mann! Wie kann man sich denn da noch nicht so richtig durchsetzen? Egal, Mandzukic. Och man, wie lange hat denn der da gebraucht, um zu spielen? Da wollte ich schön schnell spielen mal. Sehr gut, Elia. Ja, okay, das war ein bisschen... Lol. Schmelzer, nein! Aber gefällt mir gut, dass der Elia auch schön nach hinten mitarbeitet und nach vorne. Und Subotic macht seinen Job da auch gut, aber im Passen nicht so... Nicht in die Mitte spielen, weg damit! Gut. Javi Martinez, Boateng und Önte. Nein, kommt nicht mehr dran. Schade. Das wäre schön schnelles Spiel gewesen. Und nun Jefferson Fafan. Ein Virtuose, ein Künstler. Der kann alles am Ball. Ja, in dieser Situation leider nicht. So. Er ist schön wieder hinten auf. Ja, komm, mit solchen Distanzschüssen, und da wird das aber nichts. Wenn ich jetzt noch ein zweites machen würde, dann könnte ich schön hier schön abspielen. Und außerdem gefällt es mir nicht, dass ich nur so ein Lacktor gemacht habe. Aber der verteidigt auch schlecht. Aber Mann, warum steht da nicht mein Mandzukic, sondern mein Boateng? Wahrscheinlich, weil ich den Hintler zu weit rausgezogen habe. Ja, meine Abwehr geht auch erstmal über die Mittellinie. Bleibt mal hinten ein bisschen mehr. Sehr schön, Martinez. Okay, Verfahren, jetzt gehst du ab. Jetzt hörst du mal auf das, was ich sage und gehst einfach mal richtig ab. Sehr geil. Och, Mandzukic, sowas schaffst du doch sonst. Ach, der hat einen Kompany in der Abwehr. Oh. Ja, okay, da ist natürlich trotzdem schwer, sich auch als Mandzukic durchzusetzen. Renn. Subotic, sehr gut. Und Adler einfach weg damit. Ja, das war selbst für ein Verfahren ein bisschen weit. Da könnte, wenn dann der Elia hinterherkommen. Oh lol. Das war ein Riesenabwehrfehler, aber Schmelzer ist da. Schmelzer ist da und Adler ist da. Super Schmelzer. Das war eine richtig gute Aktion. Und das war gut vom Hünteler auf Verfahren weitergeleitet, sodass er direkt weiterrennen kann. Also nicht direkt. Oh, ist der Richard. Stimmt, der Richard ist ja auch mega. Das ist der Evra. Oh, danke. Er hat sich den Ball.
Nein, jetzt aber! Ja, lol. Nein. Das gibt es nicht. Da freue ich mich, dass der Boateng trifft. Das wäre... Lol. Ja, okay. Ja, wieso nicht? Halt ein zweites Lacktor von Mandzukic. Aber da, das wäre Elfmeter gewesen sonst. Hundertprozentig. Das wäre Elfmeter gewesen. Ja, aber ich beschwere mich jetzt gar nicht. Okay, es ist auch eine super Mannschaft da. Das muss ich sagen. Lol. Der sollte eigentlich direkt dahin, aber wieso auch nicht? Auf Umwegen. Alter, hat der da Schnelle. Okay, auf den Außen hat der richtig gute Schnelle, meine ich. Oh, meine Abwehr. Nein! Sehr, sehr. Oh Gott. Ja, gut, Adler. Sehr gut, Adler. Wunderbar. Ja, wunderbar, sagt er auch. Hm. Sehr schön, Schmelzer. Ja, okay. Alles gut. Ja, zwei Lacktore. Scheiß drauf. Nee. Ich habe aber auch nicht super gearbeitet. Mein Defensivverhalten war vielleicht eine 2, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich habe in manchen Situationen wirklich schön verteidigt, in manchen natürlich auch nicht. Und mein Offensivverhalten war eine 4, schätze ich mal. Ich hatte zwar gute Aktionen, konnte sie aber nicht zu Ende spielen oder nicht nutzen. Und die Tore sind durch Luck entstanden, muss ich ehrlich sagen. Deswegen gefällt mir dieses auch nicht so ganz so gut. Aber der kann es auch nicht, der kann es einfach nicht. Der schießt einfach immer direkt drauf. Und nur. Lol. Der hat mega Schnelle da und ich... Oha, der Otto ist ja auch richtig schnell. Aha. Ich hab ein bisschen Angst, wenn... Boah, Boateng, ganz stark. Na, das war wiederum nicht so stark. Der hat's einfach nicht drauf. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt... Komm schon, da habe ich doch... Scheiße, ey. Ich wollte sagen, da habe ich Kopfball stark, aber da macht Vertonghen Kopfball toll. Ja, ja, da muss man natürlich immer aufpassen. Wunderbar hereingebracht, diese Ecke, da ist das Tor fast schon eine logische Folge. Erstmal auf defensiv stellen. Ah, ja, ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich auf Konter stellen wollte, aber jetzt wurde es unterbrochen. So. Da steht doch gar keiner. Ja, ich meine, man kann es ja mal versuchen. Jetzt Konter. Jetzt. Da kommt die Flanke. Das gibt es nicht. Ah. Hätte ich mal gepasst. Ja, warum spielt er nicht in die lange Ecke, sondern versucht es in die kurze? Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Ah, oh, Mandzukic. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Schneller. Ja, ja, komm. Mit deinen Distanzschüssen brauchst du nicht zu versuchen, mein Lieber. Da habe ich einen Adler. Ja, Schiri, du stehst leicht im Weg. Super, danke. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment. Gut, Subotic. Subotic gefällt mir sehr gut. Alter. Haha, Rooney, ey. Hässling, ey. Es gibt die gelbe Karte. Ja, komm. Warum kann ich nicht vorspulen? So. Ich hatte den Ball schon lange wieder verloren. Dank seinem coolen Frösch. Oh, das war so schön gespielt. Aber dann kann das nicht verwerten. Und das war, glaube ich, Subotic. Das war richtige Scheiß. Martinez macht auch eine gute Abwehr da hinten. Nein! Oh, jetzt war so klar, dass ich das noch...
Ich kann meine Chance nicht nutzen und dann macht er so Weitschusstore. Wahnsinn, diese Einstellung, dieser Kampfgeist. Und sie sind fast wieder in der Partie. Es ist die Schnelligkeit, die Dynamik, die zum Erfolg führt bei Samuel Eto'o. Ja, das kann man wohl so sagen. Jetzt habe ich hier meinen schnellen Elia. Vielleicht versuche ich es einfach mal mit einem Rusher. Oh Mann, da blockt er noch. Aber das funktioniert ganz gut mit dem Rush, habe ich das Gefühl. Einfach mal durchrushen, ist ganz cool. Hör wir das? Mach den Ball da weg! Sehr gut. Oh, und man, Boateng oder wer auch immer das war, kann sich nicht durchsetzen. Verfan! Sehr gut, Adler. Oh! Boah, der immer mit seinen Chase-Weit. Boah, Adler. Das ist gefährlich. Da kann man mal schnell daneben springen. Also, zumindest kenne ich das so von der FIFA-Engine. Dass die schon mal gerne so trollt. Da wollte ich eigentlich einen hohen Ball spielen. Aber das hat er dann auch nicht zugelassen. Oha. Sehr schön, Adler. Schön gestreckt. Und der Eto'o, der ist echt, ich würde mal sagen, ein Top-Stürmer. Kann man nicht der Verton. Gut, Höwedes. Ja, okay, dafür ist Martinez zu schnell, um den Konter einzuleiten. Zu langsam, um einen Konter einzuleiten. Wo ist mein Elia? Da. Ach komm schon, Elia, setz dich doch mal durch. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Ja, komm schon, vor da. Ja, Verfan, lauf dich da mal frei, bitte. Oh Gott, Subotic, was soll das denn? Ja, immer. Martinez macht. Ich finde, Martinez macht ein gutes Spiel. Und nun Jefferson Verfan. Langsam kann oho, er den Ball oho, oho. Flank! Nein! Junge! Rafinha gewinnt erstmal ein Kopfballduell gegen wen auch. Na, nein! Scheiß First Touch Control, ey. Naja, diesmal bleibe ich beim Eto'o. Oh, er schießt von der. Ja, auf den Gerard muss ich auch aufpassen. Also wegen Weitschüssen. Och man, Hündler, du solltest doch auf den verfangenen Lauf verspielen. Pass jetzt hier auf, außen, Ramirez und Eto'o natürlich. Und dann kommt. Wäre es fast so ein Lacktor gewesen wie bei mir. Beide wollen sie noch gewinnen, das spürt man, das merkt man. Die wollen hier in der Schlussphase die Entscheidung. Ehrlich gesagt, ja, aber ehrlich gesagt habe ich gerade gar keine Chance. Und jetzt wird der wahrscheinlich sein drittes machen. Nach so einer Kackecke. Bitte nicht, da ist Vertonghen. Und da ist mein Adler. Und jetzt komm schon hier. Ja, das hat nicht so super funktioniert. So, jetzt. Komm schon. Nein. Der ist schneller, der Richard. Schieß. Vorsicht. Tor! Hündeler. Ja! Boah. Dadurch zeichnet sich doch auch eine Mannschaft aus. Aber war es auch schon der entscheidende? Dadurch zeichnet sich doch auch eine Mannschaft aus. Einfach mal richtig geil kontern. Und dann war ein schöner Schuss von Mandzukic an den Pfosten. Und ja, dann Hündeler macht das, was er am besten kann, nämlich abstauben. Und wer Eto'o macht jetzt das, was er am besten kann. Aber da habe ich meinen Subotic. Und hier kann ich vielleicht nochmal mit dem Verfan ein schönes Tor rausspielen. Also erstmal zumindest durchrushen. Alter, ist der Evra schnell. Muss ich mal nachgucken, wie viel Tempo der hat. Und Rafinha gewinnt da. Ne, das Kopfball hat er jetzt nicht gewonnen. Ja, dann wird jetzt wohl Ende sein. Na, pfeif ab jetzt. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen.
Oh, oh. Zurück, zurück, zurück. Renn, Junge. Boah, Martin ist wunderbar wieder aufgepasst. Und dann ist es vorbei. Sehr gut. Und es ist ein guter Start geworden. Drei Punkte und vor allem, vielleicht noch wichtiger, jede Menge Optimismus für die nächsten Spiele. Klar. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Genau. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Jo, dann machen wir jetzt nämlich noch einmal